Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristenhotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an, dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mache ich eine Show, die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Habt ihr noch nicht genug von Friedensreich 100 Wasser? Aber ich habe euch doch am Ende der letzten Folge eine Frage gestellt betreffend dieses Schiff. Oder dieses Bild, genauer gesagt. Was ist euch aufgefallen? Nun, hier ist die Auflösung. Ein Schiff schwimmt doch normalerweise im Wasser. Dieses hier allerdings ist nicht im Wasser. Und nun wollen wir uns endlich auch den Lebensdaten dieses österreichischen Ausnahmekünstlers Friedensreich, Dunkelbunt, Regentag, 100 Wasser widmen. Und während ich hier so an einigen Hundertwasserwerken vorbeispaziere, ein bisschen was Biografisches zu diesem Künstler. Geboren wurde er am 15. Dezember 1928 in Wien. Er besuchte eine Montessori-Schule. Friedensreich 100 Wasser ist jüdischer Abstammung und deshalb ließ ihn seine Mutter katholisch taufen, um ihm in der nationalsozialistischen Zeit keine schulischen Probleme zu bereiten. Einzig 100 Wassers Mutter überlebte den Holocaust. Eigentlich hieß der junge Mann Friedrich und Stohwasser. Erst nach 21 Lebensjahren nahm Friedensreich 100 Wasser dann seinen aktuell noch immer gültigen Namen Friedensreich 100 Wasser. Das 100 steht für das slawische Sto, für 100 und auch für das Wort Frieden. War der Name natürlich wichtig, deswegen statt Friedrich, Friedensreich. Trotz nur 3 Monaten Studium 1948 an der Wiener Akademie der Bildenden Künste wurde 100 Wasser später außerordentlicher Professor an der Hamburger Hochschule für Bildende Künste. Dort versuchte er allerdings, die Studenten zu überreden, die Schule zu verlassen. 100 Wassers unebene Böden, er mochte ja die gerade Linie nicht unbedingt. Und hier natürlich auch das Gleiche über die Stiegen. Hier haben wir einen weiteren oder eigentlich gleich 2 Baummieter im Hof des Kunsthaus Wien. 100 Wassers Entwürfe für die neuseeländische und israelische Flagge. Und mit dieser Aktion sorgte 100 Wasser 1988 bis 91 für Aufsehen, nämlich als die Kfz-Kennzeichen geändert wurden, hatte er seine eigenen Ideen dazu. Und die sehen doch wirklich hübscher aus als die, die wir momentan auf den Autos haben. Ein Künstler wie 100 Wasser, an dem konnte natürlich nicht einmal die Philatelie vorbeigehen. Und so gibt es viele, viele Entwürfe. Was heißt Entwürfe? Es wurden dann wirklich Briefmarken daraus. Hier vielleicht ein Beispiel, etwas herausvergrößert. So, und wer jetzt keine Idee hat, was dieses Bild bedeutet, es sind die Buchrücken einer Brockhaus-Sonderedition, die von Friedensreich 100 Wasser gestaltet wurde.
Ein weltweit anerkannter Künstler wie Hundertwasser beeinflusste natürlich auch die Architektur. Hier sehen wir, um mal nicht in Österreich zu bleiben, ein Bauwerk aus Frankfurt, das mit seinen Entwürfen gestaltet wurde. Das Fernheitswerk Spittelau, hier als Modell im Kunsthaus Wien. Und hier der Vergleich, vorher fad, grau und nachher bunt und lebensfroh. Dass diese Umgestaltung nicht ganz friktionsfrei vor sich ging, zeigt auch die Geschichte. Hundertwasser hat sich hier massiv für eine umweltfreundliche Gestaltung einsetzen müssen, bevor das Projekt bewilligt wurde. Friedensreich, dunkelbunt, Regentag, Hundertwasser, denn diese zwei Namen nahm er dann später auch noch in seinen Namen auf, gestaltete auch Tapisserien, also Wandbilder. An sich ist euer kleiner Stadtstreicher natürlich ein Freund der aktiven Bürgerbeteiligung. Aber in diesem Falle habe ich sie nicht verstanden, denn dieses Projekt einer Wohnhausanlage im 22. Wiener Gemeindebezirk wurde aufgrund einer Bürgerinitiative dann nicht realisiert. Hätte aber sicherlich sehr gut ausgesehen und wäre ein sehr angenehmer Wohnraum gewesen. Der Grundgedanke bei diesem Projekt namens Hügelwiesenland war ein lebensfreundlicher Lebensraum für die Bewohner mit Natur, Wasser, Grünland. Hundertwasser, quasi ein Rebell, war auch gegen die gerade Linie eingestellt. Eine seiner berühmten Kappen, die er übrigens selbst anfertigte, wie vieles von seiner Bekleidung, führt mich auf eine Episode, die ich jetzt nicht bildlich darstelle, denn Friedensreich Hundertwasser hielt berühmte Nacktreden. Nacktreden, wie gesagt, gegen alles, was wider die Natur war. Ja, zwischendurch wieder mal kurz zurück zu den Kindern. Wie man sieht, auch für Kinderspielzeug hatte der Meister Verständnis. Hier seine Zirkadendrachen. Ja, wir haben heute schon gehört von Spiralen, von Fenstern. Auch die Zwiebelform und die Tropfenform waren bei Hundertwasser für die Kunst unerlässlich. Und deswegen hat auch die St. Barbara Kirche in Bernbach hier als Modell zu sehen einen Zwiebelturm. Und auch bei dieser sakralen Umgestaltung lohnt sich der Blick auf vorher und nachher. Was nicht viele wissen, ist, dass Hundertwasser auch ein Bild zu einer Bibelsequenz gemalt hat. Der wunderbare Fischfang. Fällt euch bei diesem Bild von Friedensreich Hundertwasser etwas auf? Kleiner Tipp, ich zoome jetzt dorthin, wo euch was auffallen sollte. Also, ihr habt natürlich erkannt, die Signatur war es und nicht jeder echte Hundertwasser hat also auch unbedingt Hundertwasser drunter stehen. Mit 34 Jahren, also 1962, erfolgte der große internationale Durchbruch von Friedensreich Hundertwasser bei der großen Kunstveranstaltung Biennale in Venedig. Ab diesem Zeitpunkt wurde Hundertwasser zum Kosmopoliten und lebte eigentlich auf der ganzen Welt, wobei der quasi Mittelpunkt oder die zwei Mittelpunkte seines Lebens immer noch Wien und Neuseeland blieben. Auch die Augen hatten in Hundertwassers Werk eine Bedeutung. Und damit sind wir schon bei der Anatomie. Hundertwasser sah den Menschen in fünf Häuten. Zunächst einmal die eigene Haut, die zweite Haut die Kleidung,
Die dritte Haut, das Haus. Die vierte Haut, die Familie. Und die fünfte Haut, die Umwelt. Was Friedensreich 100 Wasser zur Verwendung des von ihm außen und innen mitgestalteten Schiffes Vindobona als Impfschiff gesagt hätte, das wissen wir nicht. Ja, bei den Instrumenten des Schiffes hat sich 100 Wasser natürlich nicht beteiligt, aber natürlich an der Inneneinrichtung. An den geschwungenen Formen erkennt man die Handschrift des Malerfürsten. Eine zwiebelförmige Lampe und die berühmten 100 Wasserkugeln. Über das Fernheitswerk Spittelau und 100 Wassers Beteiligung haben wir ja schon einiges erfahren. Jetzt lasse ich euch hier mit einigen Bildern dazu noch alleine und eine lustige Geschichte dazu. In dem hohen Turm, also in der Zwiebel, brüten sogar Turmfalken. Ja, und während ich zur letzten Station unserer 100-Wasser-Reise rolle, möchte ich euch erzählen, was am 19. Februar dieses Jahres in Neuseeland passieren wird. Und zwar wird dort anlässlich des 22. Todestages des Malermeisters das erst zweite offizielle 100-Wasser-Museum der Welt eröffnet. Natürlich mit Leihgaben aus dem Kunsthaus Wien. Und noch ganz kurz zum Tod von Friedensreich 100 Wasser. Ungewöhnlich wie sein Leben war eigentlich auch sein Tod, denn er starb auf der Überfahrt von Neuseeland nach Europa am 19. Februar 2000 an Bord der Queen Elizabeth II. Ja, und was suche ich denn genau hier in Tulln, was mit 100 Wasser zu tun hat? Also irgendwie erinnern mich diese Wolken an 100 Wasser. Ja, richtig, sie sehen aus wie ein Regentag. Und tatsächlich liegt 100 Wassers Schiff, das er in Venedig als San Giuseppe T gekauft und später umgebaut hat, in Tulln vor Anker. Ja, und welches hübschere Abschiedsbild könnte es geben für eine 100 Wasser Zeit- und Erlebnisreise als den kleinen Stadtstreicher vor der Regentag?